Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und wir sprechen heute über eines der klassischsten Beratungsbusinesses überhaupt, nämlich das des Steuerberaters. Allerdings nicht mit einem Steuerberater, sondern mit zwei Kollegen hier, die Steuerberatern zeigen, wie sie eigentlich quasi Steuerberater werden, wie sie das Steuerberaterexamen bestehen können. Das ist nämlich tatsächlich ziemlich herausfordernd und darüber reden wir heute. Insofern freue ich mich sehr, dass ihr da seid, Marlo Steinecke und Gary Vorbrack. Hi. Hallo. Ja, herzlichen Hi. Dank, so. Dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Erzählt mal so ein bisschen, wer Steuerberater werden will, muss ja in Deutschland ein oder zwei Staatsexamen machen. Ein Examen. Ein Examen, okay. Mhm. Was relativ herausfordernd ist. Was sind da so die größten Schwierigkeiten? Warum braucht man da Leute wie euch, die einem da unterstützen? Ich würde sagen, das ist ganz vielschichtig. Also das ist von jedem unterschiedlich, wo man, sag ich mal, startet, mit welcher Fortbildung man sozusagen an die ganze Sache herangeht. Das ist pauschal gar nicht so zu beantworten. Das fängt teilweise schon damit an, dass man überhaupt sich fragt, welche Kurse, sag ich mal, sind für mich überhaupt relevant oder wichtig, welche helfen mir da weiter. Diese ganze strukturierte Planung über so einen langen Zeitraum, das fängt anderthalb Jahre vorher bei manchen Leuten schon an. Mhm. Und bei manchen fängt das aber auch erst ein paar Monate vor der Prüfung richtig intensiv an, je nachdem, welche Fortbildung die wie gesagt haben, ob die zum Beispiel vom Finanzamt kommen, Diplom-Finanzwirte in dem Sinne sind oder klassische Studiengänge oder einfach eine langfristige Berufserfahrung haben. Und ja, da kannst du vielleicht noch weiter einsteigen. Genau, die Durchfallquote von 50% respektive Bestehensquote spricht ja genau dafür, dass eben verschiedene Gruppen versuchen, diese Prüfung zu bestehen, aber die kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Und da sieht man einfach, okay, eine Einheitslösung, so macht man das, funktioniert eben nicht, um erfolgreich zu sein. Okay, alles klar. Und ihr seid ja dann im Prinzip dafür zuständig, Leute zu beraten, wie sie diesen Weg dann richtig gehen. Erzählt mal so ein bisschen, wenn ich jetzt als blauäugiger, angehender Steuerberater da so ins Studium hinein starte, was sind so die klassischen Fehler, die die meisten dann machen? Was kann man da so falsch machen, was ihr immer wieder seht? Die typische Situation ist eigentlich, man hat einen Bachelor-Studiengang absolviert, einen Master gemacht, hat dann erstmal Berufserfahrung gesammelt oder parallel schon und dann bereitet man sich auf das Examen vor. Das heißt, es ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, um überhaupt Steuerberater zu werden. Und es gibt da eben so viele Gerüchte, so viele Mythen, wie man das Ganze angehen sollte. Und da fängt die Problematik eigentlich schon an, dass man so getrieben wird, buch alle Kurse, die irgendwie zur Verfügung sind, du musst Klausuren schreiben, man hat noch gar keine Ahnung, man ist noch gar nicht richtig im Thema drin, bucht schon alles und ist dann sozusagen schon an diesen Weg, den man sich da auferlegt hat, mehr oder weniger gebunden. Mhm. Genau, und was man vielleicht auch differenzieren muss, ist natürlich, ob man jetzt im Erstversuch ist, im Zweitversuch oder Drittversuch ist. Das ist natürlich dann auch immer von den Schwerpunkten, sag ich mal, wo man da Fehler macht. Im Erstversuch, wie Marlo eben schon gesagt hat, bist du auch sehr erfolgreich gewesen in deiner Laufbahn. Es hat sehr gut funktioniert, was du bis jetzt getan hast. Und wir sagen immer so, du hast bis jetzt, sag ich mal, kennengelernt eine Skala 1 bis 10, weil du da sehr gut funktioniert hast, bist du auf dem Level 10. Aber in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung ist es um ein vielfältiges schwerer, auch vielschichtiger. Und da ist die Skala eher so bei 1 bis 100. Das heißt, du weißt halt noch gar nicht, was für alles auf dich zukommt, welche Schwierigkeiten da wirklich entstehen und kannst das noch gar nicht so einschätzen. Dann, wenn du vielleicht sogar im schlimmsten Fall durchgefallen bist, ziehst du oft die falschen Lehren daraus. Das ist so, dass du dann sagst, okay, das lief alles nicht gut, dann mache ich jetzt das komplette Gegenteil. Oder XYZ hat damit vielleicht bestanden, das lief so und so, das mache ich jetzt auch. Aber es wird oft sozusagen vergessen, was habe ich denn schon gut gemacht, sich auf die Stärken zu konzentrieren oder auch zu schauen, was persönlich für mich wichtig ist bezüglich meiner Fortbildung, des privaten Umfelds. Die ganze Situation ist einfach viel größer als jetzt nur klassisch, ich mache hier einen Kurs und das funktioniert dann einfach schon so. Mhm. Okay, okay. Das ist ja was ganz Interessantes, was du gerade angesprochen hast. Durchfallen ist ja in Anführungsstrichen normal bei 50%. Also ist ja wie ein Münzwurf quasi. Ja. Trifft es wahrscheinlich relativ viele Leute. Wie geht man dann tatsächlich vor? Also wenn ich jetzt durchgefallen bin, ich kriege ja wahrscheinlich vom Professor, vom Dozenten dann irgendwie gesagt, okay, gut, das ist jetzt deine Note. Wie kann ich dann strategisch vorgehen, um herauszufinden, warum eigentlich und was ich jetzt vielleicht in meinem Verhalten ändern muss? Und helft ihr dann dabei oder wie läuft das ab? Das ist ein klassischer Fall. Man schreibt das Examen im
Oktober eines Jahres, immer einmal mhm. im Jahr und hat dann so im Dezember um Weihnachten rum oder Anfang Januar die Bekanntgabe. Mhm. Und genau da muss man dann eigentlich schon starten mit einer Analyse bei der Klausur Einsicht. Man kann sich die drei Klausuren anschauen. Woran hat es konkret gelegen, dass ich eben nicht bestanden habe? Mhm. Bestehen heißt 40% aufwärts, um die notwendige Note zu bekommen im schriftlichen Examen. Und da sieht man schon, wie wenig gedanklich man eigentlich erreichen müsste und trotzdem scheitern so viele. Das heißt, es sind so viele Faktoren, woran es letztendlich liegen könnte, dass man dort eben Bedarf hat, dran zu arbeiten. Und genau da helfen wir auch in der Analysephase, um dann eben auch einen Plan zu entwickeln. Okay, im Erstversuch waren jetzt das die Probleme und jetzt bekommst du einen maßgeschneiderten Plan dafür, dass wir eben daran arbeiten können, dass die Probleme nicht wieder auftreten im zweiten Versuch. Mhm. Genau, oder wie gesagt, im Erstversuch, dass man schon direkt rausfindet, beim ersten Mal, was wirklich für mich relevant ist und nicht einfach schaut, was die grobe Masse irgendwie macht, weil das kann halt nicht für alle funktionieren, das zeigt ja die Statistik, dass man da hingehend auf unsere Erfahrung, weil wir halt sehr viele verschiedene Kunden haben, aus sehr vielen verschiedenen Bereichen, sag ich mal, und auch verschiedenen Lehrgangsanbietern, dass wir da wirklich eine vielschichtige Einsicht haben, was für jeden so funktionieren kann und wirklich da jede Situation oder individuelle Situation von den Leuten auch berücksichtigen können und bestmöglich da weiterhelfen können. Ja. Auf den Markt kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen. Was mich vorab noch interessieren würde, ich bin ja Laie, ne, also Steuerberater kenne ich nur aus Kundensicht quasi. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt Steuerberater werden will? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, man kann sich ja selbstständig machen, man kann ja auch irgendwo bei einer Kanzlei anfangen, bei einem Big Four oder so. Ist es dann wichtig, wahrscheinlich ja, dass man nicht einfach nur besteht, also zu den glücklichen 50% gehört, sondern wahrscheinlich sollte man auch gut bestehen, wenn man irgendwie ein gewisses Ziel erreichen will. Wie hart ist da der Druck so? Mhm. Es ist ja bei BWL ist das ja wirklich so, ne? Muss hier Target-Uni und muss 1, und so weiter und Praktika. Wie ist das bei Steuerberatern? Ist das genauso hart? Nee, tatsächlich genau im Gegenteil, überraschenderweise muss man sagen. Mhm. Es geht rein darum zu bestehen. Natürlich ist der eigene Anspruch, viel Wissen mitzubringen aus der Theorie, die man dann natürlich in der Praxis auch anwenden muss. Aber man hat die schriftliche Prüfung, die muss man mit 4,5 bestehen und dann mit der mündlichen in Summe auf 4,15 kommen im Schnitt, um dann sozusagen sich Steuerberater nennen zu dürfen. Diese Endnote wird aber gar nicht mehr bekannt gegeben, also die schriftliche und die mündliche Prüfung zusammen. Das ist sozusagen komplett irrelevant, es wird nur aufs Bestehen geprüft. Und das ist sozusagen einerseits ein Sicherheitsfaktor, okay, ich will nur auf diese Hürde kommen, diese 4,5 mindestens, natürlich dann ein bisschen Sicherheitsabstand für die mündliche Prüfung gewinnen, aber danach interessiert es wirklich keinen mehr, auch den Arbeitgeber nicht, weil es da gar keine offizielle Bekanntgabe gibt im Sinne von, ich habe mit so und so vielen Punkten oder Noten das Ganze dann abgeschlossen im finalen, aus finaler Sicht dann. Okay, okay, alles klar. Also es geht wirklich rein darum, das, was ihr dann auch zeigt, wie man es besteht. Jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, es ist tatsächlich ja in diesem Studiengang völlig normal, dass man sich unterstützen lässt. Also das machen ja quasi alle. Ne? Da gibt es dann irgendwelche Kurse, Module, die man da belegen kann, Tutoren, es gibt Leute wie euch. Was sind so die Hauptoptionen, die genutzt werden und was sind da vielleicht auch so die Schwierigkeiten, warum es ja trotzdem nachher jeder Zweite nicht schafft? Ja, also es gibt halt die klassischen Samstagskurse, sag ich mal, wenn man damit mal anfängt, die jetzt sozusagen, wo wir uns gerade befinden, Juni, Juli sozusagen starten, je von Anbieter abhängig und da ist sozusagen ein sehr langer Zeitraum, wo man drüber begleitet wird und dass vielleicht manchen Leuten so eine Art Sicherheitsgefühl gibt, dass sie sich sehr lange vorbereiten können. Das Problem sozusagen, was dabei schon entsteht, ist, dass du gewisse Sachen mitbringen musst, um in diesem Kurs auch wirklich vollumfänglich auch das ganze Wissen mitzubekommen. Weil es wird von dir erwartet, dass du ein gewisses Niveau schon hast, sondern es wird nicht so daran gegangen, wir bringen dir jetzt komplett alles, sag ich mal, bei, sondern es wird halt geschaut, das ist der Weg, den wir mit euch gehen und ihr müsst im Selbststudium halt ganz viele eigene Sachen sozusagen mitbringen, um das Niveau erstmal zu erreichen und dann auch zu folgen. Wenn du zwischendurch sozusagen mal vom Weg abkommst, ist es auch deine eigene Aufgabe, wieder auf dem richtigen Weg zurückzukommen. Also es wird ganz viel von dir selber vorausgesetzt, was so klar halt nicht kommuniziert wird und viele Leute immer überrascht und dementsprechend ja auch jeder eine andere Fortbildung hat, andere Schwerpunkte hat, hat er auch woanders Lücken als andere. Und deswegen musst du halt immer selbstständig schauen, das Ganze aufzuholen
und an den richtigen Themen auch immer zu arbeiten. Und wenn du das nicht selbstständig kannst, dann wirst du ganz schnell überfordert in den Kursen, obwohl die ein fachliches, teilweise sehr gutes Niveau ja auch haben. Das heißt, es liegt nicht nur an den Kursen selbstständig, sondern es ist vielmehr, sag ich mal, das System, was man verstehen muss, dass man halt sehr viel selber dazu beitragen muss. Und gegebenenfalls, wenn man das nicht kann, muss man sich halt dahingehend Unterstützung suchen. Mhm. Genau, also man bekommt quasi das Wissen on Block. Hier hast du das Wissen und mach was draus. Und jeder hat aber einen anderen Standpunkt, wo er startet, hat andere Lernstrategien, wie man sich sozusagen das Wissen aneignet. Und es ist so viel Wissen, man kann gar nicht alles wissen. Sich überhaupt mit dem Gedanken anzufreunden, ist schon schwierig. Ich hatte eben angesprochen, diese 40% Grenze, die man erreichen muss, um zu bestehen. Und wenn man dann den eigenen Anspruch hat, ich möchte 100% lernen, da merkt man schon diese Diskrepanz, das kann nicht funktionieren, weil man eben häufig daran scheitert, überhaupt die 40% zumindest aufs Papier zu bringen. Was dann auch nochmal ein spezieller Punkt auf jeden Fall ist, den man ansprechen muss, diese Klausurtechnik. Wie schreibe ich eigentlich die Klausuren? Und da gibt es eben auch Lehrgangswerke, die in der Lage sind, okay, hier sind die 30 Klausuren, üb die mal und das ist die Lösung dazu. Aber wie bereite ich so eine Klausur auf? Wie bereite ich die nach, dass ich sozusagen die Fehler, die ich beim Probieren dieser Klausur quasi noch gemacht habe, effektiv und nachhaltig dann adaptieren kann, um im richtigen Versuch im Oktober dann bestmöglich vorbereitet zu sein. Und da werden die meisten eben nicht so richtig an die Hand genommen. Die bräuchten das aber, weil diese Materie so speziell ist und keiner ihnen das vorher gesagt hat, wie das Ganze eigentlich zu funktionieren hat. Ja. Also im Prinzip eigentlich so eine Standardlösung für ganz viele verschiedene Persönlichkeitstypen, Ansätze, die dann letzten Endes aber dazu führt, dass es bei 50% eben klappt und die anderen 50%, obwohl die jetzt nicht irgendwie mehr oder weniger intelligent sind, dann einfach Schwierigkeiten bekommen. Im Prinzip, ihr geht ja dann hin und bietet einen deutlich individuelleren Ansatz, um eben auch auf so 50% dann einzugehen, die, die dann nicht ganz so passen zu dem, was man normalerweise so macht. Wie kann ich mir das so vorstellen? Also macht ihr das dann einfach im Seminarformat oder geht ihr da wirklich mit jedem 1:1 rein und analysiert das erstmal oder wie genau läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also erstmal sind wir komplett digital aufgestellt. Das heißt, wir können bundesweit agieren und die entsprechenden Steuerberater, Anwärter zu uns holen, die eben Unterstützung brauchen. Und dabei legen wir eben vor allem erstmal Wert darauf, eine Analyse, eine grundsätzliche Analyse zu machen, weil jeder hat eben andere Baustellen, wie man so schön sagt, bringt aber auch andere Stärken mit. Und da muss man eben analysieren, wo ist der Status quo gerade und was sind jetzt die nächsten Schritte und Maßnahmen individuell, um auf das gewünschte Niveau zu kommen und diese Stellschrauben quasi so zu drehen, dass man überall die Fortschritte macht. Und das ist eben erstmal eine individuelle Analyse, alles auf digitale Art und Weise. Da gibt es verschiedene Schritte bei uns, die absolviert werden müssen, teilweise im 1:1, teilweise werden aber auch Inhalte vermittelt in Gruppencoaching-Formaten. Das ist immer die Frage, was braucht derjenige gerade, wenn er zu uns kommt? Und dann haben wir eben die maßgeschneiderte Lösung dafür. Mhm. Ja, also in dem Sinne schauen wir uns wirklich immer die Ausgangssituation komplett, sag ich mal, an. Auch das private Umfeld. Viele Leute arbeiten auch sehr viel, haben sehr stressige Jobs, sind teilweise selbstständig, haben Familie, sind mit Kindern jetzt in Corona auch Homeschooling sehr belastet und müssen halt dahingehend auch berücksichtigt werden, welche Kapazitäten kann ich überhaupt noch geben oder wie nutze ich die optimal, die ich überhaupt habe. Das ist für viele auch ein wichtiger Punkt, das überhaupt erstmal rauszufinden oder dahingehend auch Unterstützung zu bekommen, zu sagen, was sind denn jetzt überhaupt meine nächsten Schritte, rein auch inhaltlich. Weil viele fragen sich natürlich auch, ist das, was ich gerade tue, richtig? Bin ich gerade gut genug, um diese Prüfung zu bestehen? Da entstehen natürlich auch immer viele Selbstzweifel oder viele Vergleiche mit anderen, die auch gerade parallel die Kurse machen. Und da kommen immer viele verschiedene Tipps, viele verschiedene Aussagen. Und man ist sich ständig am Vergleichen. Das ist auch dieses ominöse 50 Klausuren schreiben, dieser Mythos, den hatte Marlo, glaube ich, auch schon einmal erwähnt. Und da lassen sich halt viele Leute auch von stressen oder treiben, diese Zahl einfach zu erreichen, ohne wirklich zu schauen, den Inhalt, sag ich mal, dann auch optimal zu nutzen. Weil im Endeffekt geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Natürlich muss man Probeklausuren schreiben, damit man, wie gesagt, die Taktik, Technik auch herausfindet. Aber es ist auch nicht sinnvoll, einfach die, sag ich mal, durchzuprügeln, um nur diese Anzahl geschafft zu haben. Deswegen muss man da halt auch gehen schauen, wie hole ich das Maximum aus den Klausuren raus. Und das ist natürlich auch ein spannender Ansatz,
wo es auch, um auf die Frage vorhin nochmal zurückzukommen, auch verschiedene Kurse sogar noch gibt, die aber auch eventuell zu falschen Zeitpunkten mal stattfinden, die auch sehr belastend sind, sag ich mal, weil die in einem sehr kurzen Zeitraum dann stattfinden. Und deswegen ist die Frage, wie koordiniere ich das Ganze? Wann mache ich welche Klausur? Wann arbeite ich wann nach? Welche Themen sind für mich wirklich relevant? Wann wiederhole ich? Und das muss man wirklich immer ganz individuell schauen und kann man halt nicht pauschal einfach jedem aufs Auge drücken. Ja. Und vielleicht noch eine Sache als Ergänzung dazu, auch das Alleinstellungsmerkmal von uns, was am wichtigsten ist aus meiner Sicht, rund um die Uhr eine Betreuung zu haben. Das heißt, in jederlei Hinsicht kann irgendeine Frage aufkommen. Die kann am Anfang klein sein, die beschäftigt einen aber, mache ich das jetzt gerade richtig? Und auf alle Fragen zu jeder Zeit eine passende Antwort vom Experten zu bekommen, gibt einfach eine Menge Sicherheit. Man ist eben nicht ziellos, man macht sich nicht so viele Gedanken darum, ist das jetzt richtig, ist das falsch, weil man delegiert die Frage, man bekommt eine professionelle Antwort und kann sich dann wieder auf die Kerninhalte konzentrieren. Und das ist eben auch ein ganz entscheidender Faktor, den viele sicherlich unterschätzen, der aber sehr, sehr viel Mehrwert mitbringt aus meiner Sicht. Ja. Erzählt vielleicht mal ein bisschen, ihr habt ja ein paar Fälle in dem Bereich, also einige mittlerweile betreut schon an Kunden. Was war da so ein Fall, wo ihr sagt, so da erinnern wir uns wirklich gern dran zurück? Ich meine, klar, alle Kunden sind wichtig und alle Erfolgsgeschichten sind natürlich toll. Aber was ist vielleicht so eine Geschichte, wo ihr sagt, so okay, das war wirklich eine harte Nuss und da haben unsere Strategien dann wirklich extrem weitergeholfen? Ja, also es fallen mir spontan mehrere tatsächlich ein. Tatsächlich ist immer eine persönliche Situation ganz unterschiedlich und wenn man das zum Beispiel rausnehmen kann, dass Leute einfach oder die jetzt im Zweitversuch sind, die im Erstversuch, sag ich mal, sehr knapp dran gescheitert sind, mhm. Und Marlo sozusagen in dem Coaching herausgefunden hat, dass das vielleicht nur an minimalen Grundlagen sozusagen gelegen hat, was im ersten Moment vielleicht dann frustrierend klingt, dass das Grundlagen sind, die man eigentlich beherrschen müsste, wo man sagt, okay, man arbeitet schon ein Jahr oder anderthalb Jahre und hat dann eventuell Grundlagen nicht verstanden, ist aber für uns was total Positives, weil wenn du so gut warst, so nah dran warst, ohne diese knappen Grundlagen, sag ich mal, nicht verstanden zu haben, was für einen Hebel man dadurch entdecken kann, sag ich mal, dass wenn man diese Kleinigkeiten aufdeckt, dass man sagt, da ist jetzt sozusagen ein ganz entscheidender Hebel und trotzdem warst du schon so gut. Also das ist für mich sinnbildlich, sag ich mal, wo sozusagen man kleine Stellschrauben drehen kann, um dann wirklich erfolgsbringend sozusagen die Leute weiterbringt. Mhm. Genau, kann ich auch nur anknüpfen. Das sind jetzt gerade so diese Zweitversuchler, aber auch Leute im Erstversuch. Die kommen teilweise schon wirklich mit einem sehr, sehr guten Niveau zu uns. Und da denkt man zum früheren Zeitpunkt, okay, derjenige oder diejenige wird das sicherlich schaffen. Aber was für Herausforderungen teilweise auf dem Weg zur Prüfung, zum Erfolg, dann auf einen warten, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte ursprünglich. Und wenn man dann über jede einzelne Hürde drüber hilft, dann ist das für uns auch was ganz Besonderes. Macht sehr viel Dankbarkeit, bekommen wir da entgegengebracht. Und deswegen macht das Ganze für uns eben auch so viel Spaß und ist auch eine sehr, sehr erfüllende Tätigkeit tatsächlich, weil man eben jemanden zum Lebenstraum teilweise wirklich weiterhelfen kann, wo die ohne diese konkrete Unterstützung eben dran gescheitert wären. Ja. Erzähl vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen, du bist, glaube ich, den Weg auch selber gegangen, Marlo, ne? Also du bist, hast die Prüfung auch geschrieben, auch bestanden. Wie kam dann die Idee zu sagen, ich mache jetzt ein Coaching draus? Ja, fangen wir erstmal an. Okay. Alles klar. Genau, also wie du schon gesagt hast, ich habe selber den Weg oder bin selber den Weg gegangen. Und im Rahmen meiner Vorbereitung, also ich komme ursprünglich aus der Finanzverwaltung und die Finanzverwaltung hat da schon ein sehr gutes, grundständiges Studium. Das heißt, da hat man so einen kleinen Startvorsprung, sage ich mal. Und im weiteren Studienverlauf aus anderen Studiengängen habe ich dann eben auch andere Anwärter fürs Steuerberaterexamen kennengelernt, Freunde von mir. Und haben wir sozusagen die Vorbereitung auch gemeinsam gestaltet. Und da konnte ich eben, weil ich diesen Startvorsprung mitgebracht habe, konnte ich denen eben extrem gut weiterhelfen, einfach aus freundschaftlichen Aspekten heraus oder auf der Basis dessen, ohne jetzt einen konkreten ursprünglichen Plan zu haben, okay, das ist jetzt die Vorbereitung, wie man es machen muss, sondern intuitiv, okay, das sind die logischen Schritte, die man gehen muss und habe das denen sozusagen dann zur Verfügung gestellt und mit denen das Ganze dann auch bestritten und auch erfolgreich bestritten. Das heißt, sie haben alle die Prüfungen mit großem Erfolg im ersten Versuch bestanden und das war natürlich ja erstmal eine schöne Situation, aber ich hatte eigentlich ganz andere Karrierepläne dann grundsätzlich und ja,
Dann kann Gary dazu. Genau, also eigentlich ist es, um das nochmal aufzugreifen, was er schon erzählt hat, das ist einfach so, dass Marlo von Natur aus ein Talent hat, sag ich mal, Leuten Sachen sehr gut zu erklären, näher zu bringen. Ob das jetzt im Steuerrecht ist oder auch andere Sachen, das liegt ihm einfach sehr gut. Und die Situation ist dann halt so gekommen, dass er da Mitstreiter hatte und gemerkt hat, dass die sozusagen verschiedene Probleme haben, wo er weiterhelfen konnte und denen das auch sehr gut vermitteln konnte und erklären konnte. Und da ist halt sozusagen aufgefallen, dass in der Branche sehr viel, sag ich mal, offen bleibt, wo man sozusagen ansetzen kann. Und ich hatte dann Marlo sozusagen dazu geraten, das weiter zu verfolgen, weil das Steuerrecht halt auch wirklich eine Leidenschaft von ihm ist, wo er sich wirklich für begeistern kann. Zusätzlich kann er halt den Leuten extrem gut was weitervermitteln und das einfach, sag ich mal, zum Beruf zu machen, die Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist das einfach die beste Möglichkeit, weil wir auch so nah, so eng mit den Leuten zusammenarbeiten und wirklich was verändern und wirklich was vermitteln. Und da kann er das halt komplett sozusagen ausleben. Und wie gesagt, in der Finanzverwaltung ist er mittlerweile auch, sag ich mal, Dozent. Deswegen hat man da gesehen, dass es auch in die berufliche Richtung erklären, sag ich mal, näher bringen, einfach ihnen im Blut liegt. Und so ist das Ganze quasi entstanden, dass wir da einfach auch sehr vielen Leuten noch weiterhelfen können. Und so ist es quasi gekommen, dass wir jetzt gesagt haben, wir möchten, dass mehreren Leuten einfach auch da weiterhelfen. Ja, tolle Geschichte auf jeden Fall. Und ich denke mal, das wird in Zukunft noch einiges in der Szene bewegen. Ihr kriegt das ja schon mit. Also es gibt schon einige Leute, die sich damit euch beschäftigen. Wer mehr über euch erfahren will, ihr habt auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ne? Da gebt ihr dann auch schon Tipps raus. Das heißt, wer von euch Interesse daran hat oder vielleicht selber jetzt Steuerberater werden möchte, auf dem Weg zur Prüfung ist, kann sich dann auf eurem YouTube-Kanal noch eine Menge Material angucken oder sich einfach mal unverbindlich bei euch wahrscheinlich dann melden für ein Beratungsgespräch. Genau. Wo ihr wahrscheinlich dann die Situation mal so ein bisschen evaluiert. Und ja, das ist ja dann auch immer eine gute Nummer, um einfach so ein bisschen zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, wie kann ich es gut bestehen, schnell bestehen und letzten Endes dann als Steuerberater erfolgreich werden. Ne? Insofern, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Insights, für den Input. Und ich denke, es war einiges dabei. Insofern freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und dann bis dahin, macht's gut. Ciao.